Sehr geehrte Preisträger, sehr geehrte Gastgeber der Otto Brenner Stiftung, geschätzte anwesende Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Als ich die Einladung erhielt, die heutige Festrede halten zu dürfen, schaute ich zunächst einmal nach, wer Otto Brenner eigentlich ist. Er war, so erfuhr ich, in Hannover geboren, was, das sage ich aus biografischer Erfahrung, bitte glauben Sie mir das, immer ein tragischer Start für ein Leben ist. Mit nur 13 Jahren wurde er Gewerkschaftsmitglied, machte Karriere und brachte es bis zum Vorsitzenden der IG Metall. Vom einfachen Zeitungszusteller und Nietenpresser zum Gewerkschaftsboss ist in Deutschland damals wie heute, wo die Herkunft eines Menschen seinen gesellschaftlichen und beruflichen Werdegang beeinflusst, eine der wenigen und seltenen Möglichkeiten, als Arbeiterkind, und das war Brenner, aufsteigen zu können. Brenners Parallelen zu meinem Leben sind verblüffend. Auch ich bin ein Arbeiterkind. Auch ich kämpfe seit meinem 13. Lebensjahr in der Gewerkschaft, weil ich nämlich die Tochter eines Kupferdrahtlackierers bin. Mein Vater war Mitglied in der IG Metall, machte als Arbeiter Karriere auf dem Rücken seiner Kinder. Dazu stellte er samstags mittags seine pubertierende Tochter, also mich, auf den Sulinger Marktplatz mit einem Plastiktütenumhang, wo drauf stand 35-Stunden-Woche, und ließ mich dort Wochenende für Wochenende stundenlang im kalten niedersächsischen Wind vor mich hinrascheln. Mit 19 trat Brenner in die SPD ein, die vor 90 Jahren mitten in der Weimarer Republik die gleichen Probleme hatte wie die SPD heute, nämlich dem Rechtsruck der Gesellschaft wenig entgegensetzen zu können und kaum in der Lage, neue Wählerschaften zu erschließen. In so einer Zeit beizutreten, kann also mit viel Wohlwollen als Akt des Widerstandes betrachtet werden. Auch ich trat einer Widerstandsbewegung bei, nämlich in die AG Plattdeutsch. Ich erfuhr im Verein, dass auch der Plattdeutsch-Leseverein mit sinkenden Mitgliedszahlen zu kämpfen hatte. Auch wir konnten nichts und niemandem irgendetwas entgegensetzen, außer einfach da zu sein. Also eine Art SPD ob Platt. Brenner war, so las ich, Mitglied bei den Freien Schwimmern, und Sie können es sich denken, auch hier gleichen sich unsere Leben wie ein Ei dem anderen. Ich galt in meiner Jugend als eine Art Franzi von Almsig des Landkreis Diepholz. In der Disziplin Brustschwimmen musste ich mich gegen stämmige norddeutsche Schwimmerinnen von der Weser bis an die Hunte durchsetzen. Wer unbedingt aufsteigen will, probiert es eben auch noch im Schwimmverein. Über Brenners Schwimmerfolge las ich nirgends, ich nehme an, es ging ihm ähnlich wie mir. Begleitet von kolossalem Medienecho schwammen mir die Töchter der Putenzüchter und Rindviehwirte davon. Ich verstehe genau, was Brenner meinte, wenn er von der Tragik sprach, die es bedeutet, als Kind besitzloser Eltern auf die Welt zu kommen. Ich begreife sehr gut, wenn er die soziale Frage so beschreibt, dass es eigentlich immer darum gehe, dass die Kinder der besitzenden Eltern versuchen zu verhindern, dass die Kinder der Besitzlosen über, und das ist jetzt sein Zitat, ihren Rahmen hinauswachsen. Wer diesen Weg gegangen ist, nämlich den aus dem durch Herkunft bedingten Rahmen hinaus, wird die Welt künftig nur noch durch diese Brille betrachten können, denn er erkennt diesen Kampf in so ziemlich jedem gesellschaftlichen Konflikt. Das verbindet uns Arbeiterkinder überall auf der Welt. Das Wissen um die andere Seite, die Seite der Armut, die Seite der nicht vorhandenen Möglichkeiten. Das beinhaltet auch die Scham und Trauer der eigenen Eltern zu erleben, die ihre begrenzten Möglichkeiten sehr wohl kennen, ihre Bedingungen aber nicht ändern können. Brenner machte sich über all das sehr viele Gedanken, darüber, was eigentlich alle miteinander eint und schützt, nämlich das Wachen über die Demokratie, um der Verhältnisse wegen, um ein Gleichgewicht zu wahren in einer Welt ungleicher Ausgangsbedingungen. Als ich das las, sein berühmtes Zitat von der obersten Bürgerpflicht, nämlich der Demokratiewachsamkeit, wusste ich, ich halte diese Rede. Nun ist es bei der Otto-Brenner-Preisverleihung Tradition, über die Medien und ihren Zustand zu referieren. Leider fühle ich mich dazu nicht berufen. Klar, ich könnte ein paar Zahlen und Statistiken zusammenkramen und darauf basierend eine These konstruieren, die dann lautet, mehr Internet wagen
oder Print lebt. Aber mir fehlt die Außensicht und eigentlich fehlt mir auch die Binnensicht. Bin ich gemeint, wenn von den Medien die Rede ist? Es kommt darauf an. Grundsätzlich finde ich, haben wir in Deutschland eine der besten Medienlandschaften, die es weltweit gibt. Von so einer Medienlandschaft bin ich selbstverständlich sehr gerne Teil. Aber es gibt auch viel Mist, auch viel strukturell bedingten Mist. Unsere politischen Talkshows, um nur ein Beispiel zu nennen, sind ein Desaster. Die Art, wie wir öffentlich im Fernsehen über Politik debattieren, ist einer alphabetisierten Nation absolut unwürdig. Da distanziere ich mich natürlich sofort. Da bin ich nicht die Medien, sondern fühle mich wie ein Fisch, der immer anders herumschwimmt. Aus welcher Position heraus kann ich nun glaubwürdig für eine Gruppe sprechen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin Publizistin. Ich habe keinen Medienkonzern im Rücken, keine Redaktion, in der ich beheimatet bin, nehme an keinen Redaktionskonferenzen teil, werde in keinerlei Planung eingebunden. Per Mail erhalte ich Order. Thema, Länge, Abgabedatum. Ich kenne wirklich niemanden, bin nicht vernetzt und extrem asozial. Ich verdiene mein Geld damit, Bücher und Theaterstücke zu schreiben. Seit 10 Jahren schreibe ich ununterbrochen jede Woche eine politische Kolumne. Für diese Kolumnen werde ich mit geradezu barocker Opulenz großzügig mit Verachtung und Ablehnung beschenkt. Es gibt Leser, die mich für diese Texte am liebsten umnieten würden. Seit Jahren tingle ich, die Moderatorin, geschätzte Kollegin, hat es eben erwähnt, mit Kollegen, die wir aufgrund von Namen und Physiognomie als Nicht-Dazugehörige wahrgenommen werden, mit den schönsten und wertvollsten Perlen deutscher Verachtungsprosa über die Bühnen der Staatstheater. Seit meinem ersten Artikel, dem 19. Januar 2006, ein Feuilletonaufmacher für die Zeit, bis heute, letzte Woche, gibt es nicht einen einzigen Text, nicht eine Kolumne, nicht ein Interview, bei der die eben beschriebene Reaktion ausblieb. Bei keinem einzigen Text. Ich kenne Kollegen, die haben in ihrem ganzen Berufsleben vielleicht 3 Briefe bekommen. Ich spreche übrigens auch nicht von Online-Kommentaren, sondern von echten Briefen und E-Mails. Woche für Woche hagelt es Empörung, Beschimpfung, Anzeigen, Drohungen. Selten handelt ein Brief davon, wovon ich schrieb, sondern davon, dass ich schrieb. Wenn also gesagt wird, die Leser seien neuerdings ganz aggressiv wegen Facebook und Twitter, das habe irgendeine Studie ergeben, dann kann ich das nicht ernst nehmen, denn meine Erfahrung ist, ich kenne es nur so. Wenn wir, eine Handvoll Kollegen mit etwas anders klingendem Namen, uns vor 10 Jahren an unsere Kollegen wandten und sagten, wir werden massiv belästigt, bitte unterstützt uns, dann war die Reaktion immer dieselbe. Gleichgültigkeit und der Irrglaube, dass das, was da passiert, das Problem einer Minderheit sei, obwohl wir sagten, heute wir, morgen ihr. Die Erfahrung einiger weniger muss aber zählen, denn sie ist immer ein Beleg für eine Entwicklung. Es hat 10 Jahre gedauert, bis die Kollegen diesen Hass als Problem erkannten und beschrieben. Das Verrückte aber ist, dass sie behaupten, damals war es nicht so schlimm wie heute. Heute ist alles viel vulgärer und enthemmter. Das stimmt natürlich nicht. Es war genauso schlimm, widerlich, obszön, primitiv. Es hat aber eben nur uns betroffen. Wenn man zu bedenken gab, dass diese Leser doch auch Wähler sind, die schon durchdrehen, weil man sich einmal in der Woche politisch äußert, was werden die wählen, wenn hier demnächst Rechtsradikale eine Partei gründen? Ich erinnere mich sehr gut an die Antworten. Mit einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung, die eine abweichende Meinung Richtung Rechtsextremismus habe, müsse man sich abfinden. Unappetitlich, aber alles im tolerierbaren Bereich. 5% seien normal, sei ganz natürlich, 5 bis 10%, 10 bis 15%. Wer hat das bestimmt, dass das ganz natürlich ist, dass man sich in einer gesunden Demokratie mit Antidemokraten abfinden müsse? Die Abweichung des Tolerierbaren erreicht in Sachsen-Anhalt bereits 24,3%. Keine Panik, lese ich. Sachsen-Anhalt, ganz spezieller Fall. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, extrem speziell. Nach der Wende ging ich für fast ein Jahrzehnt in den Osten, also in den Osten Deutschlands, nicht zurück.
Ich erinnere mich an 1. Mai-Umzüge in Leipzig. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich Neonazis in Springerstiefeln, die unter Polizeischutz zum Völkerschlachtdenkmal marschierten. Vom Bahnhof hin und wieder zurück. Es gab Schlägereien, es gab Angriffe, Überfälle, absoluter Alltag. Damals schrieb ich ab und an für die Leipziger Volkszeitung. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine intensive Auseinandersetzung damit gegeben hätte. Man nahm es so hin, weil man sich nicht gemeint fühlte. Als eine Welle von spektakulären, rechtsradikal motivierten Anschlägen geschah, war die mediale Reaktion, das Ganze unbedingt als einen Einzelfall zu behandeln. Bei jedem einzelnen Anschlag. Die Politik, die Medien, die Sicherheitsbehörden, keine einzige Institution in diesem Land befand sich nach Mölln, Solingen, Hoyerswerda oder Rostock für verantwortlich oder wenigstens reformbedürftig. Auch wird über Rassismus immer gleich berichtet. Man nimmt sich irgendeinen Jahrestag eines Anschlages und schickt ein paar Reporter los, die die Betroffenheit von Opfern und Angehörigen dokumentieren sollen. Die Baseballschläger sollen beschrieben werden, das Weglaufen. In jeder Zeitung darf ein schwarzköpfiger Publizist einen Essay schreiben, in dem er ausführlich ausbreitet, wie traurig oder wütend er sei. Ist über Rassismus traurig und wütend zu sein wirklich die alleinige Angelegenheit der Betroffenen? So ging das ein paar Jahre lang. Dann Fanfaren und Posaunen. Auftritt Thilo Sarrazin. Seine These ist sehr dünn, für Vorabdrucke in Serie aber reichte es. Er behauptet, dass Muslime genetisch und kulturell bedingt dumm seien und ihre Dummheit durch fleißiges Kinderzeugen, angeregt durch Deutschlands reizende Sozialpolitik, wie eine Krankheit über Deutschland ausbreiten und das deutsche Volk Stück für Stück abschaffen, also vernichten. Er meinte damit, dass Moslems den edlen germanischen Stammbaum kräftig über den Haufen bumsen. Hartnäckig weigert man sich bis heute, ihn als das zu begreifen, was er in seinem tiefsten Herzen ist, aber nicht sein will. Einer, der Mitmenschen in rassistischen Schemata hierarchisiert, wie er eindrucksvoll am Beispiel der Ackergäule und Lipizzaner zu widerlegen versuchte. Spätestens ab dem Pferdebeispiel dachte ich, na, Kollegen, jetzt hat er es aber übertrieben, oder? Und was machen wir mit 1 Million Lesern? Die sind, ich wiederhole mich, auch Wähler. Es folgten die obligatorischen öffentlich-rechtlichen Resozialisierungsmaßnahmen. Dringende Talkshow-Frage. Handelt es sich um Rassismus, wenn einer über Genetik und Vererbungslehre in Zusammenhang mit den Muslimen spricht? Und zweitens, warum gibt es Denkverbote in Deutschland? Die Sorge um den Verlust der Meinungsfreiheit wog höher als die Sorge um den Verlust der Würde derjenigen, die vom braven Bürger zu Debilen erklärt wurden. Man müsse ihn reden lassen, man müsse ihm zuhören, man müsse seine Kritik ernst nehmen, schließlich sei man in einer Demokratie. Dass die Voraussetzung für Demokratie aber auch ist, dass die Betroffenen mitsprechen dürfen, ist nicht Konsens. Oder wie hält man es aus, dass die Mehrheit der Betroffenen nicht einmal ein Wahlrecht besitzen, um an dieser Demokratie teilnehmen zu können? Wie findet man das? Dass Menschen, die seit über 50 Jahren hier leben, Steuern zahlen und nicht wählen dürfen. Was ist mit deren Ängsten? An wen können die sich wenden? Wen können sie aus Protest wählen? Gibt es über Millionen Menschen ohne Wahlrecht eine einzige Talkshow? Und wie sieht eine diffamierende These über die vermeintliche Integrationsunwilligkeit dieser Gruppe unter Anbetracht so einer Tatsache noch aus? Sarrazin wurde immer berühmter und reicher. Pegida immer mächtiger, die AfD wird in den Bundestag einziehen. Und immer ist da die Warnung, dass man Antidemokraten und Rassisten nicht in die Enge treiben dürfe. Was aber tun mit einer Gruppe, die diese Demokratie abschaffen will, die mit ihrem wichtigsten Element, dem wichtigsten Element der Demokratie, nämlich der Wahrung der Minderheitenrechte, nichts am Hut hat? Wie lange schaut man zu? Was denkt man, wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist? 50%? 80? Was, wenn man selber bald in der Ecke landet? Langsam begreift man, dass es selbst unter Kollegen keinen Konsens darüber gibt, woran man Rassismus und seine handfesten Risiken erkennt. Ich lese stattdessen lauter Synonyme. Rechtspopulist, Nationalpopulist, Liberalpopulist. Was zum Kuckuck ist das alles? Ich glaube, dass wir uns darüber einigen müssen, was wir unter Faschismus, Nationalismus und Rassismus verstehen.
Welches Interesse verfolgt eine Politikerin, wenn sie das Wort völkisch rehabilitieren will, weil sie es im politischen Diskurs für unverzichtbar hält? Was kann eine Partei sein, dessen Spitzenpolitiker ungeniert davon spricht, dass die Altparteien entartet sind? Ich denke nicht, dass es sich um eine Art Grüne im Anfangsstadium handelt. Meine Aufgabe als Autorin ist es nicht, ein sozialpädagogisches Programm zu fahren und diese Leute sanft in Duftkerzen zu hüllen, ihnen womöglich noch eine Yogamatte hinterher zu tragen. Meine Aufgabe ist zu benennen, was ich erkenne. Das Konzept des Nationalismus ist nie überarbeitet worden. Seine Sprache klingt in allen Ländern gleich. Das Konzept vom rassistischen Ressentiment zum politischen Programm funktioniert immer so. Stigmatisierung, Segregation, Vertreibung, Vernichtung. Ich denke, Rassisten und Demokratiemüde stempeln sich mit diesem Konzept selber ab. Das soll man nicht sagen? Wir haben Pressefreiheit. Warum soll ich darauf verzichten? Wenn ich dieser Tage Artikel lese, die unter der Überschrift »Warum wir die Trump-Wahl nicht vorhersehen konnten und warum wir versagten« lesen, dann weiß ich spätestens, ich bin offenbar ein Randphänomen dieser Medienlandschaft. Dass Trump der nächste Präsident der USA wird, darüber spreche ich mit Kollegen aus dem Schwarzkopf-Milieu seit dem Tag seiner Kandidatur. Es war ja alles vorhanden. Die Ressentiments der Bevölkerung haben doch nicht Le Pen, Wilders, Orban, Trump oder Gauland erfunden. Die waren schon da. Die mussten nur richtig gepflückt werden. Mein Schweizer Schriftstellerkollege Jonas Lüscher beschrieb diesen Mechanismus sehr schön. Die Kinder fürchten sich in der Nacht. Sie gehen zu ihren Eltern und sagen, unter meinem Bett liegt ein Monster. Die Trump, Wilders, Le Pen, Gauland-Eltern schauen das Kind an und fragen, sicher, dass es nur eins ist? Mit der Erfahrung im Rücken, dass Menschenhass meistens gewinnt, gehst du immer vom Schlimmsten aus. Aber in Redaktionen, die die Gesellschaft in ihrer Diversität nicht abbilden, wirst du nicht nur mit deiner Herkunft, sondern auch mit deiner Meinung immer Teil der Minderheit sein. Das wirksamste Gegenmittel gegen die vergiftete Stimmung dieser Tage ist meiner Ansicht nach eine sehr einfache Sache, nämlich den Kern aus den gesprochenen Worten zu schälen. Zwei Beispiele aus der Flüchtlingsberichterstattung. Das Wort Rückstau meint die Grenzschließungen innerhalb Europas, die dafür sorgen, dass sich immer mehr Flüchtlinge in Flüchtlingslagern in Griechenland oder anderswo ansammeln. Sie können weder aus- noch weiterreisen. Rückstau ist aber ein sehr ungenaues Wort für eine Maßnahme, die genau genommen aus Flüchtlingen Gefangene macht, weil man sie am Fliehen hindert. Oder die Verwandlung von der Flüchtlingskrise, also jener Krise, die die Flüchtlinge betrifft, hin zur europäischen Krise, also eine Krise, die die Europäer betrifft, weil die sich zunehmend als Leidtragende von Krieg und Verfolgung betrachten. Oder wie soll man das verstehen, wenn Parteien angesichts der Flüchtlinge vom drohenden Heimatverlust der Deutschen sprechen und vorsorglich Schutzmaßnahmen in Form von Leitkulturanträgen beschließen? Wenn man einfach mal das Wort öffnet und reinguckt, was drin ist, braucht man sich mit Moraldebatten gar nicht lange aufhalten. Es reicht zu entgegnen, Flüchtlinge verlieren ihre Heimat, Deutsche behalten ihren Wohnsitz. Stattdessen gibt es ernsthaft große innermediale Debatten darüber, ob wir uns mit den Flüchtlingen in unseren Kommentaren und Analysen eventuell zu sehr solidarisiert hätten. Nicht, ob wir uns eventuell mit den Rechtsextremen, den Besorgten, zu sehr solidarisiert hätten, sondern mit den Opfern. Manche Chefredakteure spucken nachhaltig Galle wegen eines einzigen Titelblatts oder Satzes einer Kanzlerin. Man nimmt Demokratie und Menschenrechte offenbar anders wahr, penibler und existenzieller. Man empört und ängstigt sich rascher, wenn man sich mit dem Ressentiment gemeint fühlt. Als der Vorwurf der Lügenpresse im Raum stand, konnte man das schön verfolgen. Das politisierte auch noch den letzten Sportredakteur, der erst dann begann, über den Rassismus in den Sportvereinen zu berichten. Was tun? Wahrscheinlich einfach weitermachen. Denn der moderne Rassismus unserer Zeit ist immer eine Reaktion auf die Emanzipationserfolge der Minderheiten. Trump folgte nicht auf einen weißen Präsidenten, sondern auf einen schwarzen. Wir erleben auch deshalb eine Welle der Angriffe auf Minderheiten, weil diese in Politik, in Medien und Wirtschaft sichtbarer geworden sind.
Ich glaube, jeder, der Macht hat darüber, wer sprechen darf und wer nicht, wird, wenn er mal die Augen aufmacht und sich in seiner Redaktion umschaut, feststellen, dass er mehrheitlich von seiner Sorte umgeben ist und nicht von, ich sag mal, meiner Sorte. Unser Dasein wirkt provozierend. Wir gehen mit unserer Gesellschaft zudem sehr hart ins Gericht. Das ist für manche einfach zu viel. Ein Klassiker unter den Leserbriefen lautet, sie schreibt schon wieder ihre Meinung über Deutschland. Was versteht sie davon? Fand sich kein Deutscher? Gäbe es mehr Y-Namige, würden sich die Leute irgendwann daran gewöhnen, dass es Alltag werden wird, dass Menschen, die diffamiert werden, sich öffentlich dazu äußern. Eine Frage der Zeit. Deshalb dieser Rechtsruck. Auch wieder so ein blödes Wort, denn es handelt sich genau genommen um ein Abdriften in die Radikalität. Er vollzieht sich auf vielen Ebenen. Nach und nach demaskieren sich Buchverlage, Zeitungen, Fakultäten, Forschungsinstitute, Schulen, Polizeigewerkschaften, in vielen unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens als Sympathisanten einer rechtsextremen Ideologie. Es sind die gleichen Bereiche, in denen Minderheiten aus ihrem durch Herkunft bedingten Rahmen herausdrängen und unangenehme Fragen stellen. War es nötig, jeden Atemzug der AfD medial auszuleuchten? Ist es eigentlich bekannt, wie die Strukturen von rechten Netzwerken in den Medien funktionieren? Interessiert überhaupt, wie viel Sprache und Agenda von rechtsradikalen Strömungen der Straße wie der Pegida in die Berichterstattungen aufgenommen werden? Die NPD oder DVU saß doch auch nicht jede Woche bei Sabine Christiansen. Können die Rechtsextremen ihre Diskussionsrunden nicht selber organisieren? Warum bezahlt die Landeszentrale für politische Bildung Schnittchen und Tee, damit sächsische Bürger über Minderheiten herziehen? Warum wird diese Runde nicht für Muslime, Homosexuelle oder Flüchtlinge organisiert, damit die über Sachsen herziehen können? Warum wurde jede Schlägerei im Asylbewerberheim medial groß aufbereitet, aber die Schläge, die die Flüchtlinge quer durch Europa ertragen mussten, für die noch kein einziger Polizist, Soldat oder Politiker zur Rechenschaft gezogen wurde, nicht? Ich kenne nur einen Weg raus aus dieser Misere, nämlich den des Gegengewichtes. Ich frage überall, wo ich schreibe: Na, wie reagiert ihr auf all das? Seid ihr endlich bereit, andere Leute einzustellen, um aus Minderheiten Mehrheiten zu machen? Seid ihr dazu bereit, in euren Redaktionen Menschen zu beschäftigen, die zusammengenommen viele Sprachen dieser Welt sprechen, viele Kulturen leben und viele Religionen kennen? Und euch im Zweifel mit guten Argumenten daran hindern, das rechtsextreme, völkische und dem antidemokratische Denken, das selbstverständlich in unserer Mitte Platz genommen hat, wieder zur Anormalität zu erklären und die Verachtung auf eine vielfältige und durchlässige Gesellschaft unermüdlich als Regelwidrigkeit zu beanstanden? Und hört ihr endlich auf, euch zu weigern, diese Berichte zu veröffentlichen, bloß weil das alles bei euch nicht angekommen ist oder immer erst später? Die Minderheiten unter den Journalisten erkennen die Kontinuitäten, Strukturen und Mechanismen von Diskreditierung und Demokratiefeindlichkeit nämlich schneller, weil sie ihnen nicht zum ersten Mal begegnet. Die Position, aus der man spricht, prägt die Art und Form der Kritik. Die Mehrzahl der Meinungen von einer Position aus formulierend ist keine Mehrheitsmeinung, sondern immer nur die Meinung der Sprechenden. Wir könnten aber das, was oft als die Angelegenheit der anderen begriffen wird, zu unserer gemeinsamen Angelegenheit machen. Das nennt man Zusammenhalt. Das klingt wahnsinnig kitschig, aber es hilft, im Großen und im Kleinen. Ich möchte meine Rede beenden, indem ich etwas tue, was eigentlich bei dieser Preisverleihung verboten ist, weil jeder Preisträger einen eigenen Laudator hat. Ich will aber nicht laudatieren, sondern vielmehr danken. Wenn ich meine Meinung äußere, dann tue ich das aus einer selbstbewussten Haltung heraus. Mein beruflicher Werdegang ist flankiert von Kollegen, die mir Türen öffneten. Ich habe es ausschließlich mit Menschen zu tun gehabt, die mir vertrauten, die mich ermutigten und prominent platzierten. Ich bin all diesen Kollegen unendlich dankbar und stehe mit jedem einzelnen von ihnen in Kontakt. Der wichtigste von allen wird heute Abend für sein Lebenswerk ausgezeichnet: Arno Wiedmann. Es ist ein sehr schöner Zufall, dass ich die Festrede halte und du, Arno, ausgezeichnet wirst.
Als du, Arno, das Feuilleton der Frankfurter Rundschau geleitet hast und ich die Samstagskolumne schrieb, war einer meiner häufigsten Vorwürfe an dich, dass deine Redaktion voll mit Langweilern belegt sei. Ich nervte dich jahrelang damit, dass du ein paar Orientdeutsche beschäftigen sollst, damit die Zeitung ihr Linkssein nicht nur behauptet, sondern auch beweist. Du warst geduldig, hast zu diesem Thema geschwiegen und mir stattdessen Blumen und Bücher geschickt. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, man kann nicht alle Menschen auf der Welt retten, man kann eine ganze Zeitung nicht alleine umkrempeln. Jeder kann maximal einen unter seine Fittiche nehmen. Und so möchte ich dir heute sagen, ich wünsche jedem Kolumnisten, jedem Journalisten, jedem Menschen auf dem Weg in die Berufstätigkeit einen solchen Freund und Förderer wie dich. Du hast mir gezeigt, wo es sich lohnt, nachzugeben und wo es wichtig ist, hartnäckig zu beharren. Du hast deinen Arbeitsplatz, deine Möglichkeiten, deine Ressourcen mit mir geteilt. Du hast mich teilhaben lassen an allem, was du hattest. In deiner Manteltasche steckt immer ein Geschenk für mich. Du bist unerbittlich und sehr streng zu mir. Oft bin ich dir nicht klug und nicht fleißig genug. Aber weißt du was? Jedes Lob, jede Ermutigung, jede Beschimpfung, jede deiner verheerenden und vernichtenden Kritiken, jede Ermahnung und jeder Ratschlag waren wichtig. Es kam alles an und dafür danke ich dir. Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und meinen Gastgebern für die sehr großzügige Einladung. Ich gratuliere noch einmal von Herzen meinen sehr geschätzten Kollegen und ich danke Ihnen allen, dass ich sprechen durfte. Vielen Dank, Melikiak. Das war eine ganz bewegende Rede, ganz beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Ich greife gerade noch mal den Schluss auf. Sie haben Arno Wittmann gedankt. Das war tatsächlich ein reiner Zufall, dass wir Sie beide hier heute zusammengeführt haben. Umso schöner, dass jetzt rauskommt, dass Sie schon eine lange Zusammenarbeit und auch eine Freundschaft verbindet. Ja, wollen Sie das? Ja, das ist immer die größte Angst der Otto-Brenner-Stiftung, dass sie denken, dass hier irgend so ein... ein abgekatertes Dingensbummens ist, ist es tatsächlich nicht. Ich wurde erst eingeladen und er wurde dann ausgezeichnet oder umgekehrt. Also es ist tatsächlich ein schöner Zufall. Ja, wir sind also schon sehr lange Kollegen. Ich glaube, bei Freunde würde Arno... Egal. Er war ein Mentor auf jeden Fall, ja? Ja, hat mich sehr unterstützt, wie ich es gesagt habe, genau so. Ja. Was haben Sie vor allem fürs Schreiben bei ihm gelernt, vielleicht auch fürs Leben? Also für Schreiben habe ich von ihm gar nichts gelernt. Nein, ich habe einfach gelernt, aber nicht nur von ihm, sondern eben auch von vielen Kollegen, sozusagen kontinuierlich seine Meinung zu Ende zu denken und gute Argumente dafür zu finden und auch sorgfältig im Argumentieren und sorgfältig im Denken zu sein, was ja an sich sehr schwierig ist. Und, aber ich glaube, gerade für jemanden, der Kolumnen schreibt, ist das sehr wichtig, weil man sich so angreifbar macht und man ist einfach immer auf der sicheren Seite, wenn man gut gepolstert ist mit Argumenten und wenn man etwas mehr kennt als das, was gerade passiert. Und das habe ich ganz sicher von Arno gelernt. Weil er, das habe ich bei ihm in der Wohnung gesehen, er lebt ja auf so einem Bücherfriedhof und ich empfand das jedenfalls immer so und wenn ich manchmal kam und mich wahnsinnig aufregte über irgendwas, dann winkte er immer ab und sagte, ach, das gab es doch schon irgendwie, weiß ich nicht, bei den Hedithern oder so. Und das habe ich sozusagen, das zu begreifen, dass auch Politik und gesellschaftliche Umbrüche immer, also das sind immer so Abfolgen, etwas folgt auf eine Entwicklung und da gibt es gar nicht so viele Reden und ganz vieles von dem, was wir erleben, ist eben nicht neu, aber weil jeder es in seinem Leben das erste Mal erlebt, erscheint es immer als anders als zuvor, als das, was man aus Büchern oder Erzählungen kennt von Menschen, die nicht mehr leben oder die in der Großelterngeneration sind. Der Otto-Brenner-Preis gilt dem kritischen Journalismus. Ihr Blick auf den Journalismus, der fiel seinerseits auch jetzt gerade sehr kritisch aus. Sie haben die
Ihrer Ansicht nach und auch mit viel Applaus bedachten unterirdischen Polit-Talkshows erwähnt. Und Sie sehen auch, ich glaube, wenn ich das richtig, viel Verständnis in den Medien zurzeit für die sogenannten besorgten Bürger, auch den Tenor, dass man sie immerhin doch mal anhören sollte. Sie sehen auch eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit Sprache oder auch verschwiemelte Ausdrucksweisen, wenn etwas einfach schlicht mit Rassismus benannt werden sollte. Seit wann fällt Ihnen das auf? Ist da etwas gekippt oder ist es was, was Ihnen in letzter Zeit mehr und mehr aufgefallen ist? Oder nee, überhaupt nicht. Also ich kenne es nicht anders. Und es war auch immer so, und wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, dann sagen die auch immer, es ist exakt das Deutschland, das wir kennengelernt haben. Aber was bei denen natürlich anders war, bei der ersten Generation der Einwanderer, ist, dass die irgendwie großmütiger sind und auch humorvoller und auch geduldiger, was vielleicht auch einfach mit 12-Stunden-Schichten zu tun hat, dass man sich dann nicht so drum kümmert. Aber das ist ja ganz normal, dass dann dass das natürlich die nachfolgenden Generationen extrem politisiert. Ich finde nicht, dass irgendwas kippt, das finde ich wirklich nicht. Ich glaube, dass die Grenze des Sagbaren immer weiter gedehnt wird von denen, die das wollen. Also wenn man versucht, ein Wort wie völkisch von der Tatsache abzukoppeln, dass am Ende der völkischen Idee die Vernichtung von 6 Millionen Juden war, dann lässt man so etwas auch solchen Leuten nicht durchgehen. Aber ich sehe halt auch, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen dem, was wir als legitimen demokratischen Beitrag verstehen und was nicht. Also Rechtsextreme werden immer, die hatten noch gar kein Mandat, noch nirgendwo. Da saßen die in jeder Talkshow und durften zur Integrationspolitik sprechen. Und immer hieß das, ja, man muss es sich ja zumindest anhören. Aber damit macht man natürlich auch extrem viel Werbung. Wenn aber wie letzte Woche in einer Anne-Will-Sendung eine Frau in einer Burka, in so einem Niqab auftritt, dann sagt niemand, Leute, jetzt stempelt doch diese arme Frau nicht ab, jetzt stellt die doch nicht in so eine islamistische Ecke, das treibt doch nur noch mehr Jugendliche in den Islamismus oder so, dann sieht man auch gar nicht, dass man die Dinge so unterschiedlich handhabt. Und auf einmal geht es um Moral, auf einmal geht es darum, dass man sich entscheiden muss, auf einmal wird man damit konfrontiert, dass man sagt, ja, Sie wenden sich immer gegen den Rechtsextremismus, warum wenden Sie sich denn nie gegen den Islamismus, warum wenden Sie sich denn nie gegen den Linksextremismus? Und das bedarf schon auch ziemlich viel Hartnäckigkeit zu sagen, nee, wir sprechen jetzt über den Rechtsextremismus. Aber leider kenne ich im deutschen Fernsehen nicht eine einzige Sendung, die über Rechtsextremismus lauten soll und nicht bei Islamismus endet. Selbst nach dem Aufdecken des NSU hat es ein Jahr lang gedauert, bis das erste Mal eine Talkshow erschienen ist. Also es sind einfach unterschiedliche Maßstäbe. Und ich glaube, die Aufgabe von uns Politikberichterstattern ist, einfach mutig zu sein und darauf hinzuzeigen. Was natürlich sehr schwierig ist, weil es sich zumeist, gerade bei den freien Kollegen, das sind ja meine Auftraggeber. Ne? Und ich, wie weit kann ich mich rauslehnen? Wie weit kann ich sagen, ihr seid alle blöd, wenn ich eigentlich nächste Woche bei euch auch publizieren will? So, und das ist für manche, da fällt das leichter, mir fällt das leicht, manchen fällt das schwer. Sie haben auch gerade so eine Art seismografische Funktion erwähnt, die von Leuten wie Ihnen und Ihren Kollegen ausgeht, die schon früh gelernt haben, was es heißt, Teil einer Minderheit zu sein. Dass die viele Dinge schon früher spüren, weil sie es schon mal erlebt haben. Stichwort Trump. Fast alle haben ja an dem Tag mit offenen Mündern in so einer Art Schockstarre vor diesem Wahlergebnis gesessen. Und waren völlig überrascht. Sie sagen, Ihnen war das eigentlich schon ganz früh klar, dass der Mann Präsident wird. Ja, weil das natürlich immer sexy ist, die Sachen, die er sagt. Das ist ja überall in Europa sexy und das ist selbstverständlich auch in Amerika sexy. Aber ich habe das geahnt. Ich habe immer gesagt, also nicht nur ich, viele aus so meinem Kollegenmilieu haben gesagt, er wird Präsident und die glauben das alle immer noch nicht. Aber ich muss Ihnen auch etwas anderes sagen, ich finde das nicht schlimm. Ich bin froh, dass Clinton nicht noch knapp gewonnen hat, weil ich finde, dass man gegen Rassismus anders antreten muss als mit so einer Rhetorik. Und ich bin mir ganz sicher, dass das die Demokraten in Amerika extrem politisieren wird. Es wird auch die Minderheiten politisieren, es wird die Kollegen politisieren, es wird alle sehr politisieren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dass das gut ist, wenn die Leute auch in Europa schon mal so ein bisschen Luft schnuppern, wie das ist, wenn so einer Präsident wird, denn er wird enttäuschen. Das geht gar nicht anders. Und deswegen, also ich bin da irgendwie nicht panisch, muss ich ehrlich sagen. Eine tolle Haltung. Ganz herzlichen Dank, Melek Kiyak. Vielen Dank.